Ja, hallo, und ich würde sagen, wir sind auch schon wieder da, ne? Mit Part 5. Und ja, der Karl, der zockt jetzt wieder. Wir waren ja hier bei der Tanner Mission. Und da geht's auch direkt los. Jo, entführt. Rette die entführte Frau. Auf geht's. Hier Einsatzleitung. Wir haben eine 207 in der Nähe des Rathauses. Entführung? Mann, jetzt wird's interessant. Das Opfer ist Sarah Allen. Es ist ihr gelungen, uns aus der dem Kofferraum des Tatfahrzeugs anzurufen. Ich kann nur an GTA denken. Ich habe keine Ahnung. Es ist hier wahrscheinlich irgendwie so... Ich weiß nicht, ob er das sich da schon korrigiert hat, aber irgendwie hat er in den ersten Parts oder so richtig fett gefailt. Ich war auf dem Platz, also und hat gesagt, das ist ja alles so wie Las Venturas und so. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Weil... er meinte San Fierro. Also logisch, also. Ja. Willst du deine Kiste schrotten? Weil ich ein bisschen. Versicherungsbetrug mit der Behörde. Wenn ich das so sagen darf, aber. Das macht ihn ja auch hier zu unserem Karl, ne? Ich würde sagen, was musst du jetzt eigentlich machen? Wo sind sie? Ich weiß nicht. Es klingt anders. So als ging es durch einen kurzen Tunnel? Oder eine Unterführung. Wir kommen, Sarah. Ah, du musst so ein Auto entführen. Ach so. Ja, ja. Das ist... Jetzt kann ich auch mal anfangen. Das ist wie bei GTA San Andreas in San Fierro wohlgemerkt. Die eine Mission, wo man so einen komischen Truck hinterherfahren muss. Und der eine hat auch mal Telefon und erzählt, hier, wo die jetzt gerade sind. Und am Ende ist er auf dem Flughafen und muss diesen Truck tot schießen und... Ich hasse diese Mission, ich hasse sie einfach, weil dieser Truck das verdammt geilste Auto im Spiel ist. Aber, Problem an der Sache, irgendwie gibt es den nur in dieser einen Mission. Ich habe den ein einziges weiteres Mal gesehen. Aber da war ich in irgendeiner anderen Mission und konnte den nicht einfach so einstecken. Und deswegen ist diese Mission einfach nur behindert. Ich muss mich in sie hineinversetzen. Was willst du? Jones, ich muss mich konzentrieren. Wir müssen uns auf die Frau im Kofferraum konzentrieren. Das tue ich. Oh, hier wird gleich mal automatisch geschiftet. Jetzt den Kofferraum auf. Oh, hier, natürlich. Episch den Kofferraum aufmachen und also erstmal die Frau reingeschifft, ne? Und jetzt warn mich, wenn du sowas machst. Direkt. Ich will wissen, ob ich mit dir oder einem Autopiloten fahre. Sorry. Zombie. Geht's weiter, ne? Oh, hier Timer und Zeitdruck und wir sagen hier, der Druck steigt, ja. Und ja, schauen, ob der Karl auch noch unter Druck sich hier. Ja, kann er. Wunderbar. Ah, was gemacht, sich da behauptet und. Ja, jetzt sind wir mal hier wieder in dieser Frau drinne und haben geguckt, wo sie sich befindet. Und jetzt können wir da einfach hinfahren wieder, ne? Also der Karl natürlich. Und hier natürlich einmal hier. Einfach so, weil es cool ist. Ah, Zeitdruck pur. Und ich fasse es nicht. Karl hat einen Drift geschafft. Ich will nicht durch die Scheibe. Komm schon. Oh, ja. Ah, knapp. Mein Gott, wie weit ist hier? Naja, man hört dich. Wir haben uns das andere Video ja schon angeguckt. Man hört mich. Man ganz genau hinguckt. Wie in so einem ersten, wie in unserem ersten LPT. Aha. Genau so hört man dich wahrscheinlich. Und jetzt hier. Finality. Grand Finality. Ich glaube, ich bin mehr in Gefahr als Sie, Mann. Und haben wir es geschafft, ne? Den Auto natürlich schon wieder. Sieht er irgendwie verdächtig aus? Wer der damit Vollgas wegrast? Ja, ach, nee, ist seine Frau. Wir kriegen das Mädchen wohl kaum heil da raus, wenn wir den das Heck abfahren. Ja, ja, gut, Karl macht irgendwelche anzüglichen Witze. Die will ich euch jetzt mal vorenthalten. Genau hier. Direkt die Taktik erklärt, ne? Mit der Verfolgung auch. Was ich nicht so ganz hinbekomme, ist aber auch wirklich schwierig, dann da genau beim zu treffen, sag ich mal. Dodge Charger.
trifft das Ziel frontal. Ja, dann triff. Das war jetzt einfach. Tu es. Jo. Karl singt schon wieder. Zum Glück hört ihn nicht. Ja. Ich bin ein bisschen gemein zum Karl. Aber. Der Karl, der weiß ja, dass ich das nicht so meine. Deswegen. Sarah Allen. Irgendwie da vorne drin wie bekifft. Naja, egal. Ma'am? Sind Sie okay? Wer sind Sie? Wir sind Polizisten. Wie haben Sie mich gefunden? Das wollen Sie gar nicht wissen. Können Sie noch mehr über die Vorkommnisse sagen? Die Fresse von da war diese Frau, auf. Sie war schön. Klang fremd, vielleicht Mittlerer Osten? Sie hat mir ein Messer an den Rücken gehalten und dann hat mich ein Komplize in den Kofferraum geworfen. War sie auch in dem Wagen? Nein, sie ist alleine verschwunden. Ich habe den Wagen kurz gesehen. Ein weißer Sportwagen, sah ziemlich teuer aus. Es geht also um viel Geld. Aber warum Sie? Was genau arbeiten Sie? Als Industriechemikerin. Was meinst du, John? Drogen? Könnte sein. Aber irgendetwas stimmt da noch nicht. Ah ja, ja wieder alles gut kombiniert. Der Teller, sagen... Hat er seinen Geist genutzt? Bisschen intelligent alles. Eine Industriechemikerin. Oh ja, hier. Warum klingeln da meine Alarmglocken? Aber wir haben eine Teilbeschreibung der Entführerin und ihres Fahrzeugs. Könnte ja irgendwo hinführen. Ja. Ja, wieder unsere komische Map da. So mit Personen und alle und hier und dort. Und das ist so wie in dem schlechten Krimi bei K11 oder so. Das ist auch immer so, oder? Ah, das ist alles kack. Egal. Karl guckt so eine Scheiße nicht, darf ich noch hinzufügen. Und deswegen bin ich jetzt dran. Ich würde sagen, ciao, ne? Und der Karl macht jetzt weiter. Ja, da bin ich wieder. Nachdem ihr hier alle schon eine halbe Ewigkeit Fabians hässliche Stimme hören musstet. Nein, Witz. Also, ich gehe mal davon aus... Oh, wir sind Kapitel 2. Okay. Dann bin ich erstmal ruhig. Und? Wie geht's hier? Oh, ein bisschen durchgeschüttelt, aber okay. Ah, man wird nicht jeden Tag in einem Kofferraum eingesperrt. Sie jedenfalls nicht. Los, machen wir weiter. Alles klar. Ja, okay, also, das Video war jetzt nicht so aussagekräftig, also beim letzten Durchspielen habe ich es auch irgendwie übersprungen, warum auch immer, irgendwie aus Versehen. Ja, der Fabi würde jetzt wahrscheinlich erstmal die Rennmission machen wollen. Ja, wir dissen uns wahrscheinlich immer ein bisschen gegenseitig. Ich habe alles gesetzt, was wir letztes Mal gewonnen haben. Ah, wir verdoppeln das Geld. Du bist irre, ich kann mich doch kaum ans Rennen erinnern. Was du auch getan hast, mach es wieder, Jun. Wenn wir das hier versauen, verlieren wir das Auto. Ich hab auch das Auto gesetzt. Du Idiot! Okay, also ich hoffe, ich verwette erstmal alles, was ich habe. Aber okay. Ich will jetzt nicht sagen, typisch japanisch, weil das wäre ja das Beste. Ja, du den Einsatz verdoppeln? Laut Fabian ist dann aber eine große Last. Ja. Schulter. Okay, das Spiel zum Beispiel ist nicht so cool. Wenn man mit Soundtrack redet. Ja, das ist ein Fail. Ja, vielleicht wird das jetzt die erste Mission, für die wir mehrere Anläufe brauchen. Aber vielleicht doch nicht. Also, Fabian ist vielfältig. Ich eigentlich auch. Kann jetzt auch die Gegner tot machen. Aber ich glaube, Rennfahren ist in dem Fall etwas zu voll. Okay, da, Björn, geh da. Ja, okay, der Fall ist wieder an der Spitze. Ja, ich bin so ein... Sieht aber so aus. Ja, das ist...
Das ist, glaube ich, ein Feldstufe. Warum er die ganze Zeit shiftet, weiß ich nicht. Ja. Naja, ein paar Kratzer machen wohl nichts, wenn wir gewinnen. Ras, Nummer 1, Nummer 1! Ja, Fabian regt sich ein bisschen darüber auf, dass das Auto schlechte Drifting. Yo, hast du es gesehen? Das Auto ist da neben dem Verkehr da übelst lange getrifft. Ja, also er regt sich darüber auf, dass dieses Auto hier, was er fährt, schlechte Eigenschaften hätte. Muss ich jetzt nicht umdrehen. Wir sind im Mittelfeld. Letztes Mal waren wir unschlagbar. Glaube mal, wir haben noch Zeit aufzuholen. Leute, wenn ihr mal so ein Haus trefft, was die Schule nennt, du wirst ihn verrückter Affe. Woher weißt du, wie schlecht ein verrückter Affe klingt? Übrigens, ich wollte noch mal anmerken, dieses Spiel hat noch mehr Qualität als ein Spiel. Da diese Pfeile, das sind nur zur Markierung, man kann allerdings da noch durchfahren, weil es ist keine Absperrung. Willst du uns umdrehen? Ja, das ist so. Ja, es sind eben gut gerennt. Man kommt zwar nach vorne, aber dann eine Kurve verkacken. Ich kann schon schalten, okay? Finde ich persönlich nicht gut. Ja, und dann. Verdammt, Jun! Oh, bitte, der kam aus dem Nichts! Ja, ich weiß nicht, ob das so eine Art Quest sein soll. Was man da immer so diese Buchungsachte da. Was redest du denn da? Wir gehen doch. Also, was heißt Questbuch? Naja, so eine Art Tagebuch halt, wo man. Und Fabi sind hier. Ich hab's gefetzt. Vergiss das College, wir sollten Profis werden. Oh Mann. Ja, siehst du, die Leute gehen auch nicht in, wollen auch nicht unbedingt in die Schule. Ja, also, gut, ich würde sagen, an der Stelle erstmal Schluss mit Part, wo waren wir, bei Part 5, glaube ich. Schluss mit Part 5 und ciao und bis zum nächsten Mal.